Deutschen sterben aus. Wir können das doch nicht einfach zulassen. Wir retten das deutsche Sperma! 3 Grad kälter ist der Hoden am liebsten. Mindern Umweltbelastungen die Fruchtbarkeit? Sterben wir aus? Also ich muss Sie da enttäuschen. Das kann nicht sein. Jetzt müssen wir aber auch einmal rauskriegen, was gutes Sperma ausmacht. Typische Spenderkabine. Manche nennen das Gewinnungsraum. Wir suchen nach Gründen und finden Lösungen. Gemeinsam für gesundes Sperma. Willkommen bei Da wird mir übel. Mein Name ist Anastasia Zamponidis und ich brauche erstmal einen Tee. Oh, ich bin mal wieder zu früh. Herr Treppers ist noch nicht da für unsere verabredete Radtour. Ich schaue einfach mal ins Internet, was die Nachrichtenlage heute zu bieten hat. Man will ja schließlich up to date sein. Das ist ja interessant. Immer weniger Kinder in Deutschland. Deutschland ist das kinderärmste Land in Europa. Nur noch 16,5% der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre alt. Wow, was kann das für uns bedeuten in diesem Land? Wer soll die Rente finanzieren? Sterben wir aus? Die Folgen des demografischen Wandels, Auswirkungen auf die Sozialversicherungen, Anstieg der Gesundheitskosten, Pflegefallrisiko. Oh, meine Kalendererinnerung. Herr Trepper müsste im Anmarsch sein. Schade eigentlich, gerade wenn es immer am spannendsten wird. Na, hoffentlich ist auch pünktlich. Auf geht's zur Radtour. Aber Sorgen mache ich mir schon, woher meine Rente kommen soll, wenn ich alt bin. Also in 60 Jahren. Ah. So. Kann losgehen. Wieso lässt du mich so lange warten? Ich muss mir ja auch noch ein Outfit besorgen für eine Radtour. Wann ziehst du dich um? Wie hast du das bezeichnet? Radtour. Nee, das andere Wort. Outfit. Outfit. So werde ich mit dir nirgends hinfahren, weil so werden wir von der Styling-Polizei sofort verhaftet, mein Lieber. Das ganze Outfit ist eine einzige Presswurst. Und apropos Presswurst, du weißt schon, dass das für diesen einen gewissen, sehr kostbaren Bereich nicht so gesund ist. Wieso denn? Ist doch alles in Ordnung. Naja, aber wenn da so alles eingequetscht wird, die Potenz, schon mal drüber nachgedacht? Noch nie Klagen gehört. Naja, so gut scheint es um die Fruchtbarkeit deutscher Männer nicht zu stehen. Oder wie ist das hier sonst zu erklären? Die Zahl der Geburten in Deutschland nimmt weiter ab. Im vergangenen Jahr wurden über 13.000 Kinder weniger geboren als noch 2005. Ja, dann verschieben wir die Radtour eben. Ja, Herr Trepper, das ist mal eine gute Ansage. Ach, furchtbar ist die Frau. Erst will sie eine Radtour machen, dann wieder nicht. Die weiß nicht, was sie will, die macht einen bekloppt. Also ehrlich, da fühlt man sich wie neugeboren. Alles Platz, alles gut. Wunderbar. Komm mal her, ich habe hier was gefunden. Schau mal. Also 1,3 Kinder pro Frau sind der Durchschnitt im Moment. Auf jeden Fall müssten es pro Frau 0,8 Kinder mehr sein. Ja, 0,8, 1,3, da ist hinterher 2,1 Kind. Gut, dass die Statistik nichts mit Realität zu tun hat. Das ist alles Quatsch. Also mindestens 2 Kinder müsste jede Frau bekommen, damit die Bevölkerungszahl nicht mehr sinkt. Ja, gut, meinetwegen. Tolle Statistik. Hier steht, zwischen den Jahren 2004 und 2010 ist die Geburtenrate gesunken. So, wäre doch gelacht, wenn ich da keinen Zusammenhang zu Wolfgangs enger Hose hinbekomme. Gleichzeitig ist die Anzahl der Fahrräder in den Haushalten gestiegen. Das kann kein Zufall sein. Jetzt gehen wir mal raus und fragen mal die Leute, was die glauben, warum es weniger Geburten gibt in den letzten Jahren. Sollen wir die Hose mitnehmen? Tu, was du nicht lassen kannst. Die macht dich an, ne? Das ist eine schöne Hose. Ach, gib schon her, wie ich das schon wieder sehe. Auf in die Fußgängerzone. Die Leute werden schon wissen, warum sie keinen Nachwuchs haben. In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Was glauben Sie, woran das liegt? Da haben wir heute Morgen noch in der Schule drüber gesprochen. Vielleicht auch, weil mehr Leute halt zum anderen Ufer wechseln.
Was glauben Sie, warum in Deutschland immer weniger Babys geboren werden? Weil die Frauen sich wahrscheinlich vorher ein bisschen anders orientieren und später Kinder bekommen. Wollen Sie später mal Babys haben? Ja. Haben Sie auch den notwendigen Partner noch dazu? Ja. Ja? Ja, dann gehen Sie noch nach Hause und lassen sich nicht aufhalten. Viel Spaß! Ja, ich glaube einfach, dass die Geburtenrate oder die Bereitschaft, schwanger zu werden, immer später einsetzt. Man hat Glück, wenn bis 40 Jahre schon man ein Kind bekommt, ein Kind, und dann keine Zeit für zweites Kind, denke ich. Also die Frauen sind schuld? Ich denke ja. Aber ich finde sie wunderbar und möchte mit ihnen essen gehen. Vielleicht trinken die Leute zu viel Alkohol und deswegen sterben die alle ab. Wer stirbt ab? Spermien. Die sterben ab? Ja. Sperma! Die Leute hinter dir denken, du bist verrückt. Ja, da gab es ja einige Antworten und vor allem sehr unterschiedliche. Stimmt, also Sperma war mit dabei. Karriere. Frauen sind schuld. Frauen sind schuld. Also wäre vielleicht gut, wenn wir uns einen Experten rauskramen, der uns da noch mehr zu sagen kann. Nee, vor allem zu dem Thema Spermien. Das interessiert mich ja am meisten. Sag bloß, dann suche ich im Internet nach einem Urologen. Genau. Hier, der kennt sich in allem aus, was wir brauchen. Dann machen wir einen Termin und dann gucken wir, was er uns sagt. Ja, und zwar sofort. Na gut, okay. Dann komm. Wir wollen herausfinden, ob die Spermaqualität schlechter wird und ob das vielleicht etwas mit Radlerhosen zu tun hat. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo, Wolfgang Krepper. Tobias Jäger. Anastasia Zamponidis. Guten Tag. Guten Tag. Steht diese Hose in irgendeinem Verhältnis zu der sinkenden Geburtenrate in Deutschland? Unberechtigt ist die Frage sicher nicht, weil die Radlerhose schon eine Wärmeeinwirkung auf den Hoden auslöst. Das kann man hier eigentlich ganz schön sehen. Am Samenstrang ist der Hoden aufgehängt und wird normalerweise hochgezogen bei Kälte. Und die Radlerhose befördert ihn so an den Körper ran, dass in dem Moment die Temperaturregulation, die für den Hoden ganz wichtig ist, aufgehoben wird und der Hoden ständig der Wärmeeinwirkung vom Körper ausgesetzt ist. Desto mehr Wärme, umso schlechter. 3 Grad kälter ist der Hoden am liebsten. Und wenn er an den Körper ran befördert wird, ist er halt nicht mehr diese 3 Grad kälter als die Körpertemperatur. Und dementsprechend wird die Spermienproduktion damit deutlich eingeschränkt. Aber Sie haben gesagt, es liegt nicht nur an einer Radlerhose. Genau. Es gibt da gute Studien zu, die belegen, dass mit jedem Jahr die durchschnittliche Anzahl an Spermien im Ejakulat des eigentlich erstmal gesunden Mannes immer schlechter wird. Und wenn man das mal weiterrechnet, dann haben wir etwa im Jahr 2060 damit zu rechnen, dass gar keine Spermien mehr drin sind. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Die Männer werden schon weiter fruchtbar sein. Aber so ist der Trend. Und welche Gründe kann das noch haben? Wir haben heute hauptsächlich Büroarbeitsplätze, wo viel gesessen wird. Wo auch was Ähnliches passiert wie bei der Radlerhose. Im Winter fährt heute fast jeder mit einer Sitzheizung im Auto rum. Auch das ist gut belegt, dass die Spermienproduktion, die Spermienqualität damit abnimmt. Dann gibt es noch einige chemische Gifte. Weichmacher sind das in allererster Linie, die ganz, ganz viel in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden. Die gelangen unter anderem beim Trinken in unseren Körper und können dort großen Schaden anrichten. Dann gibt es noch Umweltgifte, die auch immer mehr Verbreitung finden, in der Nahrungskette landen und über die Nahrungskette auch eine eingeschränkte Fruchtbarkeit beim Mann hervorrufen. Gifte, die aus Fabrikschloten aufsteigen, aber auch aus dem Autoauspuff kommen. Selbst Obst kann belastet sein, weil es mit Pestiziden gespritzt wurde. Aber wie schadet das dem Mann? Und zwar simulieren diese Gifte alle eine Östrogenwirkung, also eher die Wirkung des weiblichen Geschlechtshormons. Jetzt ist es so, dass das Östrogen dem Testosteron, dem männlichen Geschlechtshormon, strukturell so ähnlich ist, dass der Körper das nicht gut auseinanderhalten kann. Und wenn jetzt von außen ein Östrogen hinzugeführt wird, dann denkt der Körper, ich habe ja genügend Hormon an Bord, und fährt die Testosteronproduktion automatisch runter. Was wieder ganz wichtig ist für die Fruchtbarkeit. Das Bauchfett, was gerade bei Männern als kritisch angesehen wird, produziert Östrogene. Und genau das Gleiche passiert. Testosteron geht runter im Körper und die Spermienproduktion wird hierdurch wieder gestört. Heißt das, dass die Männer mehr und mehr verweiblichen? Kann man da ein Ranking feststellen, wo die Deutschen stehen? Ja, bei der Fettleibigkeit wie auch bei der Fruchtbarkeit sind die Deutschen auf einem der letzten Plätze, also zum Schlechten hin der letzten Plätze. Statistisch betrachtet ist es so, dass bei jedem siebten Mann eine eingeschränkte Spermiogrammqualität nachweisbar ist.
Spermiogramm, was ist das überhaupt? Das Spermiogramm ist die ganz klassische Analyse der Ejakulatqualität beim Mann. Also hier habe ich einmal ein ganz normales Spermiogramm mal aufgerufen. Da sieht man sofort, dass da richtig was los ist. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Spermiogramm von einem Patienten, wo die Fruchtbarkeit nicht gut ist, dann sieht man da sofort den Unterschied. Es sind viel weniger Spermien. Hier sind so ein paar, die versuchen so ein bisschen noch das Beste draus zu machen. Der Kollege kämpft hier. Hier, das eine schwimmt sicher richtig vorwärts, aber die restlichen, da ist nicht viel mit los. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, nicht zu danken, gerne. Ich hoffe, ich konnte da was erklären. Und hier. Danke für Ihre Zeit. Ja, nicht zu danken. Danke für den Besuch. Herzlichen Dank. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Da haben wir doch mögliche Spermienkiller gefunden. Also BPA ist in vielen Gegenständen aus Plastik. Anhand von Urin kann man die BPA-Belastung im Körper messen. Aber Plastik ist ja eigentlich überall. Aber es muss ja Leute geben, die ja nichts mit am Hut haben. So richtige Naturburschen, die alles Mögliche machen, aber nichts mit Plastik haben. So Leute, die brauchen wir. Und deren Urin, den müssen wir besorgen und den untersuchen lassen. Und wenn der auch BPA-Spuren hat, dann haben wir verloren. Ja, aber wo findest du denn solche Leute? Ja, ich finde solche Knaben. Die finde ich. Dr. Jäger hat ja auch gesagt, dass Pestizide eine hormonelle Wirkung im Körper haben und somit auch die Spermienqualität reduziert werden könnte. Das heißt, ich werde einfach mal Obst und Gemüse einkaufen und schauen, wie es da aussieht. Gut, und dann gucken wir mal, was wir rauskriegen. Genau. Mit dem Übelmobil geht's zum nächsten Supermarkt. Und damit ich nicht den Verdacht wecke, in Sachen Pestiziden zu schnüffeln, verstecken wir die Kamera besser. Schöner Kopfsalat aus Deutschland. So, Weintrauben. Grüne. Na, das ist ja interessant. Die Weintrauben sind aus Indien. Immerhin das Heimatland des Kamasutra. Das werde ich mal schön testen lassen. Ich bin hier im Zeck, einem Ökodorf bei Berlin. Ziel der Bewohner ist es, so plastikfrei wie möglich zu leben. Und dann sollten sie ja eigentlich vor Weichmachern geschützt sein. Hallo, ich bin Wolfgang Krepper, ZDF Neo. Da wird mir übel. Und ich hatte angerufen und ich darf mich hier so ein bisschen umsehen, aber würde natürlich auch gerne mal erfahren, wie die ZEK lebt und was sie hier also macht. Wir leben hier 100 Menschen zusammen auf einem Platz von 14 Hektar und versuchen, eine andere Lebensweise zu leben, die verträglicher ist mit Umwelt und auch verträglicher untereinander. Na, das klingt ja sehr harmonisch. Sonst noch Ziele? Wir versuchen, wo wir es können, Plastik zu vermeiden. Dann schaue ich mir doch einfach mal die Outdoor-Speisekammer an. Also kein Essen mit Plastikfolie drüber. Wir bauen biologisch an. Also morgens wird der Salat hier rausgeholt und mittags. Und mittags gegessen oder nächsten Tag gegessen, genau. Wunderbar. Und wie sieht's in den Wohnräumen aus? Also da haben wir eben dann zum Beispiel unseren Kabelraum, den wir einfach jetzt wirklich versucht haben, wirklich plastikfrei zu gestalten. Kinderspielzeug aus Holz und kein böses BPA, das möglicherweise Kinder verhindert. Prima, dann will ich drei Einwohner des Ökodorfs mal an die Reagenzgläser bitten. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor der Ziehung vom BPA-freien Zustand der Teströhrchen überzeugt. Der nächste bitte. Aber nicht im Stehen pinkeln, denn hier im Ökodorf geht's ja auch um Sozialverträglichkeit. Danke für die Spende, einen haben wir noch und dann kann ich mich auch wieder von der Klotür verpissen. So. Melde Gehorsam, Aktion plastikfreies Pinkeln ist abgeschlossen. Hallo Wolfgang. Anastasia, also ich bin fertig hier. Ich habe im Ökodorf alles gekriegt, was ich brauche. Ah. Mega Erfolg, ich habe drei Urinproben ergattert. Ja, bei mir ist auch alles super gelaufen. Ich habe Kopfsalat aus Deutschland und Trauben aus Indien gekauft. Dann schicken wir das alles jetzt ins Labor und in ein paar Tagen haben wir die Ergebnisse. Nach drei Tagen fragt CSI Köln nach. Herr Dr. Koch? Hallo, willkommen am IPA. Ja, schön, dass Sie uns Zeit haben. Ja, Sie sind sicherlich wegen der Bisphenol-A-Ergebnisse hier. Oh ja. Ja, da sind wir sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist, was die drei Männer für Ergebnisse abgeliefert haben. Claudia, bringst du bitte mal die Ergebnisse?
Jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Wie hoch ist der BPA-Wert im Urin der Testpersonen? Ja, also, wir haben in allen drei Urinproben, die Sie uns geschickt haben, Bisphenol A nachweisen können. Tatsächlich? Bei deinen Naturleuten? Ja. Das ist aber auch nichts, was mich jetzt überrascht hat. Aber uns? Aber uns? Das kann ich mir vorstellen. Wir finden Bisphenol A in allen Urinproben. Der Durchschnittswert liegt für Erwachsene bei ca. 1,5 Mikrogramm pro Liter. Axel, Achim und Andreas haben Belastungen, wie sie in der allgemeinen Bevölkerung auftreten. Allerdings liegt Axel mit 1,9 deutlich über dem Durchschnittswert. Aber ich habe da gesehen, die leben wirklich sehr gesundheitsbewusst. Da gibt es kein Essen, was vorher in Plastik eingepackt war. Da liegt nicht überall an jeder Ecke Plastik rum. Die achten da schon drauf. Das ist genau das Problem. Wir sind momentan auf der Suche, woher diese ganzen Quellen kommen können. Wir wissen, dass Bisphenol A in sehr vielen Produkten ist. Die bekannten Babyfläschchen, dort ist es ja inzwischen verboten, aber auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Doseninnenbeschichtungen, Fischdosen, Getränkedosen können beschichtet sein. Dentalkomposite können Bisphenol A enthalten. Es gibt unheimlich viele Quellen. Wir nehmen momentan an, dass der Großteil über kontaminierte Nahrung aufgenommen wird. Viele andere Quellen sind noch unbekannt. Man kann sich also quasi dem Stoff in unserer Gesellschaft heute kaum entziehen. Ja. Bauen wir den Stoff denn nicht auch wieder ab im Körper, wenn wir ihn aufnehmen? Ja, das ist sicherlich so. Und genau das messen wir ja. Wir messen ja Bisphenol A im Urin. Aber wir nehmen es auch ständig wieder auf. Das heißt, wir haben eine semipersistente Chemikalie. Hier scheiden sie zwar schnell wieder aus, wir nehmen aber auch immer wieder Bisphenol A ständig auf. Ich überlege, also ab und zu waren da natürlich schon so Plastiksachen, aber so minimal, dass ich nicht gedacht hätte, dass das so eine Auswirkung haben wird. Eine Leiste an der Wand, Steckdosen, ein Eimer, die Umrandung der Gemüsebeete, noch ein Eimer. Okay, es summiert sich. Sie sollten nicht überrascht sein, das ist was, was wir überall finden. Dankeschön, das war sehr interessant und informativ. Ich hoffe, es hat Ihnen weitergeholfen. Danke, Herr Dr. Koch, vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Tschüss. Danke. Tschüss. Gute Heimreise. Krass, ganz offensichtlich sind wir alle BPA ausgesetzt. Und das sind Weichmacher. Die machen auch das weich, was beim Mann, hart sein soll. Da verwechselst du Potenz mit Fruchtbarkeit. Aber wie es mit den Auswirkungen der anderen Umweltgifte aussieht, sagt uns gleich der Biochemiker, den ich einbestellt habe. Wenigstens ein Hakenganze. Oh, Post! Endlich haben wir die Laborergebnisse vom Salat und den Trauben. Also versteht kein Mensch, aber gleich kommt ja Verstärkung. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Herr Santen? Ich bin Herr Santen. Wunderbar, wir haben es ja schon erwartet. Kommen Sie rein. Danke. Jetzt haben wir ja den Bericht gekriegt, verstanden haben wir kein Wort. Was steht denn da jetzt drin? Einmal haben wir hier den Untersuchungsbericht für die Weintrauben. Dort wurden festgestellt 7 verschiedene Pestizidwirkstoffe. Dann wurde noch mal weiter untersucht auf einen Wachstumsregulator, Chlormequat. Der wurde ebenfalls nachgewiesen. Das ist eine Substanz, die wird zum Beispiel auf indischen Weintrauben wie in diesem Fall angewendet, um die haltbar zu machen, damit die den weiten Weg überhaupt überstehen hierher. Die Reise von den sonnigen Hügeln, wo die Trauben geerntet werden, zum Flughafen ist schon weit. Klar, dass die Exporteure zu allen Tricks greifen, um die Haltbarkeit zu verlängern. Der Kopfsalat stammt aus Deutschland. Er muss eigentlich nicht so stark behandelt werden, weil die Transportwege mit dem LKW deutlich kürzer ausfallen. Aber ist das auch so? Wir finden 1, 2, 3, 4 verschiedene Substanzen. Das haben wir schon deutlich schlechter erlebt. Kopfsalate aus Belgien haben häufig bis zu 7, 8 oder 10 verschiedene Pestizide. Hier haben wir 2 Nennenswerte. Davon ist allerdings eine Substanz, das Lambda-Cyhalotrin, ein hormonell wirksamer Stoff. Den will man eigentlich auch gar nicht sehen auf Lebensmitteln. Und bei Kopfsalat haben sie ähnlich wie bei Weintrauben das Problem, kriegen sie schlecht abgewaschen. Ne? Können sie nicht richtig schrubben. Das heißt, sie können Wasser drüber laufen lassen, aber da werden sie das sicherlich nicht rückstandsfrei abgewaschen bekommen. Diese hormonell wirksame Substanz, hat das eine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit eines Mannes? Könnte sein, das weiß man immer nicht. Deswegen sagen wir immer Vorsorgeprinzip komplett weg aus Lebensmitteln, diese Substanzen. Was kann man denn nun tun, um sich zu schützen? Ja, was kann man tun? Also waschen ist das eine. Dann gibt es diesen wunderschönen Ratgeber, Essen ohne Pestizide, den wir von Greenpeace kostenlos an die Verbraucher abgeben. Da kann man nachschauen, welche Frucht- oder Gemüsesorten aus welchem Herkunftsland sind in der Vergangenheit aufgefallen. Gut, herzlichen Dank. Da haben Sie uns schon mal geholfen, Herr Sand. Okay. Vielen Dank. Nachts schlafe ich ja normalerweise wie ein Baby. Aber diesmal hatte ich einen schlimmen Albtraum. Eine Welt ganz ohne Babys. Das müssen wir verhindern. Aber wie? Wir können uns dem nicht entziehen. Pestizide, Plastik, Weichmacher, BPA, überall.
Aber es muss doch irgendjemand, vor allem von offizieller Stelle, was dagegen tun. Wir können das doch nicht einfach zulassen. In ein paar Jahren können wir gar keine Kinder mehr zeugen, beziehungsweise ihr Männer. Ja, gut, ausnahmsweise hast du recht. Aber, ja gut, welches Ministerium kann sich dafür interessieren? Familienministerium. Schnell mal einen Ansprechpartner finden. Wenn keine Kinder mehr da sind, können die ihren Laden auch zumachen. Dann haben die nämlich auch nichts mehr zu tun. Richtig. Und genau deswegen rufe ich da jetzt an. Genau. Sitzt ja kannst denen ja sagen, es geht um ihren Arbeitsplatz. Genau. Keine Kinder, keine Arbeit. Bin gespannt, ob ich die Ministerin persönlich dran umkomme. Die Ministerin ist natürlich nicht persönlich zu sprechen und der Pressesprecher hat gerade auch keine Zeit, sich um die rückläufige Geburtenrate in Deutschland zu kümmern. Man wimmelt mich ab. Ich bedanke mich. Das war ja klar, dass das wieder nicht funktioniert. Ja, aber irgendetwas müssen wir doch machen. Wenn die das nicht wollen, die interessiert das ja nicht, dann müssen wir selber für Aufmerksamkeit sorgen. Wen interessiert denn eine sinkende Geburtenrate noch hier in unserem Land, jetzt ganz konkret? Hebammen. Die müssen daran interessiert sein, weil desto weniger Kinder es gibt, umso weniger Geld haben die in der Kasse. Ja, kein Nachwuchs, keine Arbeit. Und mit denen zusammen dann Randale Bambule. Und ich kläre die Männer auf, dass zu enge Hosen spermienfeindlich sind. Nicht, dass den anderen Männern auch noch dasselbe Malheur passiert wie mit dir und der Radlerhose. Ich brauche Protestmaterial für meine Mitdemonstrantinnen. Und zum Glück gibt es Dinge, die nie aussterben. 80er-Jahre-Plaketten zum Beispiel. Gemeinsam für gesundes Sperma. Also ich finde, das hat doch so irgendwas Männliches. Ne? Das macht mich auch gerade ganz wuschig. Tatsächlich. Dieses Testosteron, was aus deinem Körper strömt, während du diesen Hebel. Ja. Nenn mich Tiger. Fertig. Und ab geht's nach Berlin. Ich ziehe mit Slogans wie: Stell dir vor, es ist Kita und keiner geht hin, vors Familienministerium. Da sind schon jede Menge Hebammen, die eine eigene Demo veranstalten. No, da schließen wir uns doch eben einfach an. Hallo? Darf ich das verteilen hier? Können Sie das? Das müssen, glaube ich, zwei festhalten. Klar kann man es sich als Familienministerin leicht machen und alles auf gebärunwillige Karrierefrauen schieben. Aber Fakt ist, viele Paare in Deutschland wünschen sich Kinder und können keine bekommen. Auch dafür gibt es viele Gründe, aber einer davon sind nun mal Schadstoffe. Und deshalb fordern wir ein Verbot von Weichmachern oder zumindest eine höhere Besteuerung von Plastik. Nur so können diese fruchtbarkeitshemmenden Mittel aus unserem Alltag verschwinden. Die filmen uns mit ihren Kameras und die beobachten uns aus ihren Fenstern. Aber sie wollen offenbar nicht mit uns sprechen. Aber wir haben eine Stellungnahme vom Familienministerium eingefordert. Doch die fühlen sich nicht zuständig und verweisen uns ans Gesundheitsministerium. Die wiederum wollen mit der Sache nichts zu tun haben und schicken uns zum Verbraucherschutzministerium. Und die haben gerade offensichtlich ein paar Minuten Zeit und schicken uns folgende Stellungnahme. Gesundheitliche Nachteile durch Bisphenol A in Lebensmitteln sind nach einer Einschätzung der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde nicht zu befürchten. Da jedoch nicht alle Fragen zu Bisphenol A abschließend wissenschaftlich geklärt sind, hat die EU-Kommission insbesondere auf Drängen Deutschlands vorsorglich die Verwendung dieses Stoffes eingeschränkt. Hier in der Fußgängerzone tragen viele Männer enge Hosen, die die Temperatur der Hoden erhöhen und so Spermien abtöten. Ich möchte die Männerwelt aufklären darüber, dass zu enge Hosen tatsächlich zu einem Spermienkiller werden Nein. könnte. Doch, noch nie was von gehört? Nee, ehrlich nicht. Wirklich nicht? Ehrlich nicht. Haben Sie schon mal was davon gehört, dass zu enge Hosen zum Spermienkiller werden könnten? Ja. Aber trotzdem? Das tut man nicht alles für die Mode. Ich glaube das nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da ist doch alles bestimmt in Ordnung. Nein, das könnte wirklich okay. zu einem Spermienkiller werden. Ja gut, solange ich noch jung bin, trage ich diese Hosen. Aber ab einem gewissen Alter, wenn ich dann vernünftig werde, werde ich, glaube ich, weitere Hosen tragen. Es geht ja jetzt nicht nur um den persönlichen Kinderwunsch. Es geht natürlich auch um unser Land, der Nachwuchs. Ich bin Österreicher von dem her. Auch Österreich könnte vom Aussterben bedroht sein. Ja, ich hoffe mal nicht. Gemeinsam für gesundes Sperma. Gemeinsam für gesundes Sperma. Na, da konnte ich wenigstens ein paar Männer aufklären. Vielleicht habe ich damit ja sogar indirekt für Nachwuchs gesorgt. Ja, jetzt haben wir ja einiges gelernt über Spermienkiller, zum Beispiel Pestizide, zu enge Hosen. Das heißt, wir wissen jetzt, was zu schlechtem Sperma führt.
Jetzt müssen wir aber auch einmal rauskriegen, was gutes Sperma ausmacht. Was ist gutes Sperma? Wir müssen so einen Massenvater fragen. Ja, Boris Becker. Oder Franz Beckenbauer. Ein Mann, der mindestens, sagen wir mal, 8 Kinder bekommen hat. Der muss doch irgendwas richtig machen. Ja, wäre besser, wenn die Frau die bekommen hat. Aber wir gucken mal im Internet nach. Was hältst du davon? Ja, mach mal Spaziergang. Ja, ich guck. Gute Idee. Die von der Leyen scheiden mit nur 7 Kindern knapp aus. Aber in der Nähe von Oberhausen habe ich Eltern mit 8 Kindern aufgetan. Und deren Geheimnis wollen wir erfahren. Hallo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stimmt! 8 sind alle da. Alle da, toll. Dann mach mal rein. Ja, sehr gerne. Machen wir. Respekt. Dankeschön. 8 Schäfchen sind drin, aber irgendwas fehlt noch. Ach ja, ihr Hirtenhund. Super habt ihr das gemacht. Puh, ist das voll hier. Sind es wirklich nur 8? So, ich zähl noch mal durch. 1, Charlotte. 2. Hauke. 3. Ben. 4. Emma. So, und hier weiter. 5. Leo. 6. Max. 7. Tom. Und 8. Jonathan. Und der Hund ist Max. Genau. So, Anastasia, ich spiele mit den Kindern und du fragst. Von wegen. Wir fragen beide. Ich würde gerne ein intimes Gespräch unter 4 Augen mit der Frau des Hauses führen. Dann gehen wir und wir reden mal unter Männern. Ja, dann komm. So. So. Hier haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Das ist gut. Da. Was ist Ihr Geheimnis? Glücklich sein. Glücklich sein. Und mit 12 schon angefangen, oder? Ja, mit, nee, mit 20. 21. 20. Wow. Ja, die Kinder sind jährlich geboren. Außer guten Nerven, was braucht man dazu? Hast du vielleicht dein ganzes Leben Radlerhosen verabscheut? Oder hast du die Sitzheizung aus dem Auto rausreißen lassen? Welchen Grund? Nein, nein, zu enge Hosen habe ich höchstens eine Lederhose schon mal gehabt in früheren Jahren. Und ansonsten war da keine enge Hose. Alles mit Weite. Born to be wild. Ernährst du dich irgendwie besonders? Das ist das, was viele auch denken. Immer das Große muss dann dieses Ergebnis bringen. Nein, die vielen kleinen Dinge des Lebens muss man genießen. Auch die kleinen Obstsachen, auch die Müsli-Sachen, auch die Brote. Selbstgebacken teilweise und. Das sind so Erfolgsrezepte, die dazugehören. Also ich fasse nochmal zusammen. Ein richtiges Erfolgsgeheimnis hast du nicht, außer Gelassenheit. Richtig cool und gelassen bleiben. Und was man heute nicht schafft, schaffe ich übermorgen. Genau, so war das ganze Thema. Und dann gehört es auch weiter zu Fröhlichkeit, müssen wir auch nicht vergessen. Nein? Ja. Dann haben wir natürlich das Leben genießen. Ja. Wunderbar. So. Das machst du sehr, sehr gut, bis es klar wird. Jetzt geht's los. Und dann, fertig. Und, wie weit seid ihr? Ja, der Kuchen ist fast fertig für die Kinder, nicht für uns, ne? Nee, wir müssen nämlich los. Stimmt, wir müssen arbeiten. Zügig. So, hier geht's raus. So, jetzt. Dankeschön. Tschö. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschö. Mal ehrlich, gegen 8 Kinder hüten ist meine Arbeit Pillepalle. Mensch, was für ein harmonisches Familienleben, oder? Wahnsinn, ja. Aber viel. Hat dir denn Herr Segers jetzt verraten, wie er zu seinem potenten Sperma kommt? Nee. Er meint, er macht nichts anderes als alle anderen Männer der Welt auch. Aber irgendein Erfolgsrezept muss er ja haben. Ja, aber wie kommt man denn jetzt zu gutem Sperma? Oder was macht gutes Sperma aus? Und wie kommt man da ran? Vielleicht auf einer Samenbank. Da muss ja alles super sein. Die können sich ja keine Ausschussware erlauben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich das jemals fragen würde. Warst du schon mal auf einer Samenbank? Nee, war ich noch nie. Aber es hat mich immer interessiert, wie da so vor sich geht und wie da aussieht vor allen Dingen. Hm. Also da habe ich jetzt furchtbar viele Bilder im Kopf. Willst du denn dann da auch etwas da lassen? Also ich gehe da jetzt hin. Du gehst da jetzt werde hin? Werde da das Monatsquantum an Spenden abliefern. Laut Internet gibt es 100 Euro pro Spende und aus medizinischer Sicht spricht nichts dagegen. Klingt finanziell rentabel. Mal sehen, ob ich helfen kann. Herein. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herr Kissler. Dr. Kissler. Hallo. Nehmen Sie Platz, bitte. Ich möchte gerne wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen ich Samen spenden kann. Zunächst mal darf man nicht älter als 38 Jahre sein. Also da kommen Sie jetzt als Spender nicht in Frage. Pumpen Sie nicht rein.
Der Mann, der älter ist, hat einfach nicht mehr ganz die Zeugungskraft, selbst wenn er ein gutes Spermiogramm hat, als er das vielleicht 10, 15 Jahre vorher gehabt hat. Gibt es noch andere Sachen, auf die Sie Wert legen müssen? Wir müssen eine Blutentnahme machen. Da muss Hepatitis, also Gelbsucht B und C, ein AIDS-Test muss gemacht werden. So typische Geschlechtserkrankungen dürfen nicht vorgelegen haben. Der Mann muss eigentlich bei der ersten Probe schon ein Spermiogramm haben, was sowohl die Beweglichkeit, die Dichte der Spermien und die Formen der Spermien sofort sozusagen den Lehrbuchcharakter erfüllt. Wenn der schon reduziert ist, müssen wir den ablehnen, weil wir natürlich nur Prima-Samen verkaufen können. Wenn jetzt beispielsweise eine alleinstehende Frau unbedingt ein Kind haben will oder ein lesbisches Paar ein Kind haben will, wie behandeln Sie das? Es müssen entweder verheiratete oder in fester Partnerschaft lebende gegengeschlechtliche Paare sein. Die alleinstehende Frau oder die gleichgeschlechtliche Situation, also lesbisches Paar, wird hier nicht behandelt. Warum nicht? Das kann man doch sich als Lebensgemeinschaft eintragen lassen. Es gibt klare Richtlinien des Arbeitskreises der Samenspende, der das ausschließt. Und wir arbeiten da regelkonform. Die Singlefrau kann sich im Ausland auch Samenspende abholen. Wo zum Beispiel? Zum Beispiel in Niederlande. Wir sind ja hier so im Dreiländereck. Dänemark wird auch sehr oft angeführt. Gut, also ich verzweifle als Samenspender. Jeden Tag eine gute Tat, heute nicht. Ja, heute nicht. Aber Sie können sich ja trotzdem durch einen Rundgang mal so den Ablauf erklären lassen. Das werde ich machen. So. Ja, dann kommen Sie bitte mit. Ich zeige Ihnen eine typische Spenderkabine. Manche nennen das Gewinnungsraum. Gewinnungsraum? Meine Güte, als 18-Jähriger habe ich für solche Kabinen noch Eintritt bezahlt. Warum hat mir das keiner gesagt? Aber eine Sache vermisse ich. Und wo haben Sie diese Heftchen? Heftchen kann ich Ihnen nicht anbieten. Aus hygienischen Gründen haben wir es dagegen entschieden. Ja. Aber ich kann ein paar Filme anbieten. Mist, die kenne ich beide schon. Hier werden alle Produkte noch in solider Handarbeit gefertigt. Wo gibt es das heutzutage noch? Okay, Wolfgang, jetzt sei mal wieder ernst. So, dann zeige ich Ihnen, wo Ihr Samen gelagert wird. Wie viel Grad sind da drin? Minus 193 Grad Celsius. Ja. Schlag. Dann mal reinschauen. Dazu bitte ich Sie, die Schutzbrille anzuziehen. Warum? Springen die raus? Mehrere tausend Proben gibt es hier im Institut. Und damit kann man eine Menge Befruchtungen vornehmen. Hier werden dann die Proben gelagert. So, jetzt muss ich die wieder mal kurz... Schnell zurück, ehe die Proben hinüber sind. Ich habe hier gelernt, dass es vor allem auf die Beweglichkeit, Dichte und Form des Spermas ankommt. Und dass ich mit knapp über 30 Jahren weniger Chancen habe. Ha, das sollen die mal Fritz Wepper erklären. Ich hoffe nur, dass mir Anastasia wegen der Samenspendergeschichte kein Loch in die Leistengegend fragt. Hallo. Hallo. Und, durftest du? Ja, also die haben ja natürlich auch da so gewisse Forscher, so rein statistisch nur. Durftest du oder durftest du nicht? Eher nicht. Warum nicht? Ja, wie gesagt, das sind so statistische Vorgaben, da müssen die sich natürlich dran halten. Ich bin zu alt. Oh. Ich glaube, in 2 Jahre, bis 35 darf man. Ach, da bist du ganz knapp vorbeigeschreddert. Pech. Okay, aber jetzt mal was ganz anderes. Was könnt eigentlich ihr Frauen mal tun, damit unser Samen auf Trab kommt? Spermien lieben den Duft von Maiglöckchen. Hast du schon mal ein Spermium mit Nase gesehen? Lass uns das mal ausprobieren. Was? Ja. Wir kennen uns doch kaum. Na, wir jetzt in diesem Falle nicht, sondern ich werde mal was vorbereiten. Wir testen das einfach mal an Menschen aus. Ja, ich mach mit. Ja? Ja. Okay, ich besorge ein paar Requisiten dafür und wir treffen uns dann in der Stadt, okay? Meinetwegen. Hallo Wolfgang. Hallihallo. Schau mal, ich habe Maiglöckchen mitgebracht und eine Tinktur. Aha. Diese Blümchen verteilen wir jetzt, okay? Die werden sich freuen. Auf dass der Nachwuchs gedeiht.
Daher kommt auch das Lied, der Mai ist gekommen, die Spermien schwärmen aus. Haha, du wirst dich noch wundern, wie es bei den Mädels gleich kribbelt. Kann aber auch Heuschnupfen sein. Bitteschön. Bitteschön. Maiglöckchen lockt angeblich Sperma an. Okay. Das ist wirklich wahr. Wie sie gucken. Wir haben noch eine Tinktur. So, jetzt riechen Sie mal da dran. Ist doch schön, oder? Ja, traumhaft. Produziere ich jetzt Sperma, oder? Nein, Sie ziehen es an. Ach so. Das ist so eine gute Nachricht, ne? Und das vor dem Wochenende. Die nächsten zwei Tage könnten stressig werden. Sind Sie ein Paar? Ja. Haben Sie schon Kinder? Ja. Ah, okay, dann brauchen Sie es ja nicht. So, einmal hier, einmal hier. Aber Sie haben bis jetzt noch nicht an Nachwuchs gedacht? Nein. Nein, nein? Ja, das wird sich jetzt massiv ändern. Das ist gut. Ist okay, ne? Dadurch werden Spermien angelockt. Kann ich schon ein bisschen mehr haben? Ja, 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 ja. Das ist wirklich wahr. Angeblich sind die Spermien dann schneller. Und ja, da kann man eigentlich. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Drauf, ja, 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 dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Das wird ja danke. Kann so. Nicht wird alles funktionieren. Viel Glück. Tschüss. Retten Sie meine Rente. Ja. So, die Nachwuchsproduktion ist angeleiert. Das muss gefeiert werden. Haben wir genug getan? Klar, in 9 Monaten wird es heißen, da wird mir übel, hat den Babyboom in Deutschland ausgelöst. Endlich wieder ruhig schlafen. Aber halt, können wir wirklich sicher sein, dass Sperma auf einen Duft reagiert? Ich will mich absichern und treffe Dr. Strünker vom Bonner Forschungsinstitut CESAR. Er hat sich mit der Maiglöckchen-Geschichte wissenschaftlich befasst und einen passenden Ort für unser Rendezvous ausgewählt. Herr Strünker, guten Tag. Ja, guten Tag. Hallo. Wow, das ist ja mal ein Biochemiker, der sich sehen lassen kann. Oder wirken die Blumen schon auf mich? Ich habe im Internet recherchiert und gelesen, dass die weibliche Eizelle einen Duft ausströmt, der an Maiglöckchen erinnert und dadurch das Spermium zu sich lockt, ganz geschickt. Wie funktioniert das ganze Prinzip? Also ich muss Sie da enttäuschen. Was man weiß ist, dass die Eizelle große Mengen des weiblichen Sexualhormons Progesteron in den Eileiter abgeben. Und bereits seit 25 Jahren weiß man, dass die Spermien auf dieses Progesteron reagieren. Man nahm an, dass Spermien durch den künstlichen Duftstoff Borgeonal ähnlich angelockt werden wie von dem weiblichen Lockstoff Progesteron. Borgeonal riecht wie Maiglöckchen und man dachte, dass die Spermien durch diesen Duft zu den Eizellen finden. Dies wurde als Maiglöckchen-Phänomen bezeichnet. Heute weiß man, dass Duftstoffe im weiblichen Geschlechtsorgan keine Rolle spielen und das Ganze nur im Labor nachgewiesen werden konnte. Spermien finden den Weg zur weiblichen Eizelle über biochemische Signalwege. Ganz abschließend geklärt ist die Frage auch noch nicht. Sie können sich vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, unter Laborbedingungen nachzustellen, wie es in so einem weiblichen Eileiter aussieht. Na, ob Sie das jemals schaffen werden, Sie wissen. Wir sind Frauen, Sie sind Männer. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielen Dank. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Keine enge Hosen. Alles fluffig im Schritt. Wunderbar. Und jetzt kommt ein Glas in dieses Büro. Und der ganze Plastikmist, der fliegt achtkantig raus. Und damit auch das BPA. Wunderbar. So. Und jetzt kommt noch das Wichtigste. Ein kühler Schritt, wie es meine Hoden mögen. Ganze Sperma-Terror beendet wird. So, volle Pulle. Herr Mensch, jetzt bin ich aber doch ganz schön enttäuscht. Erstmal Wolfgang anrufen. Ach. Was will die denn jetzt wieder? Ja? Hallo Wolfgang, ich bin's Anastasia. Hi. Was machst du? Ich richte mich und unser Büro gerade spermafreundlich ein. Ja Mensch, das mit den Maiglöckchen und Spermien ist doch nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Wir wissen zwar jetzt, was gutes Sperma ausmacht und wie man gutes Sperma bekommt, aber die Problematik des Aussterbens haben wir immer noch nicht in den Griff bekommen. Was nützt uns das beste Sperma, wenn die Frauen nicht wollen? Ja, soll das heißen, dass unsere ganze Maiglöckchen-Bestäubungsaktion vollkommen umsonst war? Deutschland wird schon nicht aussterben. Ja, ich sehe gerade irgendwie keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Nein, mach dir keine Sorgen. Ich habe schon eine Idee. Ja, dann bin ich aber gespannt. Lass mich mal machen. Ich melde mich gleich wieder. Gut, okay. Dann bis später. Ciao. Tschö.
wie das bläst. Oh. Wunderbar. So. Ah. So. Jetzt aber genug Privatvergnügen. Was ist aus der guten Romantik geworden? Aber was finden Frauen romantisch? Viel Geld und Sex und Autos. Und ein Deppen, der alles zahlt. Ne? Also, Romantik, Sex. Ach, guck mal da. Der Berater. Rosenblätter und Kerzenschein. Erfahren Sie hier, was Frauen wirklich romantisch finden. Da, guck doch mal an. Kleine Präsente. Essen. An besonderen Orten. Zum Beispiel an einem Strand. Also, da hätte ich doch ein paar Ideen. Und die werde ich jetzt ganz uneigennützig an einer Testperson ausprobieren. Zum Glück hat Köln ja sogar einen kleinen mediterranen Strandabschnitt. Das hier ist Ben. Ben ist ein wunderbarer Kellner. Und der wird alles machen, damit hier ein Candlelight-Dinner entsteht. Da wird die alte Griechin aber staunen. Eisgekühlter Champagner. Blumen, frisch. Erdbeeren. Das gute Kristall. Ne? Wunderbar. Und für die Romantiker, Kerze. Da kommen noch Teelichter rein. Meine Fresse, wird das romantisch. Jetzt noch ein paar Fackeln, die bei meiner griechischen Kollegin das olympische Feuer der Leidenschaft entzünden sollen. Und dann Rosenblätter. Selbst gepflückt. Werde ich jedenfalls gleich behaupten. Oh, das reicht so. Ja, ist für Anastasia dabei. Zu überlagert sein. Ist nur für meine Kollegin. Das ganz harmlos. Mann, ich bin gespannt, ob der ganze Sums hier wirkt. Sag mal, Wolfgang. Ist das toll? Das ist übrigens Ben, das ist Anastasia. Hallo. Eine Griechin und das ist Ben. Dafür hast du mich jetzt hierher bestellt? Ja. Weißt du, wie lange ich gefahren bin und im Stau gesteckt bin? Ja, ist das nicht wunderschön? Ja, aber was soll das? Ich will dir ja nur zeigen, dass die Welt nicht völlig verloren ist. Das ist doch eine wunderbare Sache. Guck, alles das ist also Rosenblätter, für mich, ja? Erdbeeren, Champagner, den der Ben irgendwann aufhat. Herr Trepper, jetzt mal ganz im Ernst. Hm? Du hast jetzt nicht wirklich geglaubt, dass ein bisschen Shampoos, Erdbeeren und ein paar Kerzen am Rhein, ja, am Wasser, am Rhein, mich dazu bringen, zu einem wilden Tier zu werden und auf dich drauf zu springen? Nicht auf mich, das ist doch rein aus beruflichen Gründen. Aus beruflichen Gründen willst du mich jetzt hier verführen? Ich will dich nicht verführen, ich will dir zeigen, wie es normalerweise geht. Das ist das Ergebnis meiner Internetrecherche. Hast du da eine Arme oder wieso kannst du das nicht selber nehmen? Also ich muss jetzt mal was trinken. Sich völlig entspannt. Romantische Gefühle. Sie kennt sich hier doch bestimmt sehr gut aus, oder? Das kann man ja. Kann man ja. Nee, das ist ja auch ein Blumen. Das ist natürlich auch schön. Ne? Und dann kriegt man da alles. Wusste ich doch. Klappt sogar bei der. Jetzt habe ich einen schönen Abend. Pfund Erdbeeren, paar Moosrosen. Ein paar Stumpenkerzen vom Grabbeltisch. Fertig ist der Lack.